Wir arbeiten seit 2005 mit der TD Synnex zusammen. Wir bieten ein relativ breites Spektrum an Server-Hardware an, dementsprechend relativ viele Einzelkomponenten, die unser Kunde auf ganz individuelle Basis konfigurieren kann. Und alle diese Komponenten müssen natürlich auch bereitstehen, verfügbar sein, um, sag jetzt mal, in die Systeme, in die Server-Hardware, in die Storage-Hardware mit integriert werden zu können. Und dementsprechend ist es natürlich eine Partnerschaft wie mit der TD Synnex, mit einem Global Player, der Zugang hat zum internationalen Markt, für uns ein ganz entscheidender Vorteil. Besonderheit aus der Kombination aus einem Global Player und einem Mittelständler, der sehr nahe am Markt ist bzw. am Kunden ist, ist einfach der große Vorteil, dass wir ganz schnell und aktiv reagieren können. Eine Besonderheit bei uns ist, dass wir keine Systeme einfach nur so anbieten, sondern beispielsweise neue Komponenten wie die Intel Xeon-Prozessoren der fünften Generation, die müssen vorher getestet werden. Das heißt, wir verlieren schon Zeit zum Marktzugang und um diesen Zeitverlust aufzuholen, braucht man einen Partner, der schnell und effizient liefern kann. Das bedeutet natürlich gerade für den Kunden einen enormen Effizienzgewinn, gerade wenn es um sehr individuell konfigurierte Systeme geht, die schnell beim Kunden sein müssen, sei es aus Bedarfs- oder aus Notfallgründen, dass der Kunde schnell die Produkte, die Ware braucht, desto schneller und eng getaktet, da hier die Kommunikation und die Lieferketten abgestimmt sind, desto schneller kann der Kunde auf die einzelnen Komponenten, auf die fertigen Systeme zugreifen. Ich glaube, wenn man das KI-Umfeld als Ganzes betrachtet, dann sieht man relativ schnell, dass nur die reine Möglichkeit von AI-Anwendungen oder AI-Technologien noch nicht ausreicht. Sprich, der Mensch muss verstehen, zwischen welchen Anforderungen und welchen Technologien er wirklich unterscheiden muss. Welche Bedürfnisse hat der Markt, welche Bedürfnisse haben meine Kunden, habe ich als Kunde und welche Systeme, welche Technologien, welche Konzepte braucht es, um diese AI-Anwendungen wirklich umsetzen zu können. Und genau da ist der springende Punkt, wenn alle diese Elemente zusammenspielen, wenn der Mensch bzw. der Kunde, der Techniker beim Unternehmen, beim Kunden weiß, was die Probleme oder die Anwendungsfälle von künstlicher Intelligenz sind, dann können diese Konzepte wesentlich genauer ausgerichtet werden auf den Einsatzzweck, den unterm Strich diese AI-Anwendungen erfüllen sollen.